will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Ja, dann sage ich nochmal herzlich willkommen zum Tagesrausch. Heute aus der kuscheligen kleinen Café-Ecke im Hanfmuseum Berlin. Bei mir sind Carlos und Tribbel, zwei der Aktivposten der Hanfparade 2011. Um genau die soll es heute nämlich gehen. Wer jetzt aber Jubelbilder von Menschenmassen und Ausschnitte aus Reden erwartet, der ist hier leider verkehrt. Klickt dazu bitte bei Exzessiv das Hanfparade-Video oder bei Entheogen TV oder bei Gaggeldub. Die URLs findet ihr in der Videobeschreibung und hier eingeblendet. Wir wollen stattdessen hier mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Es ist ja eine Menge schiefgelaufen auf der diesjährigen Hanfparade, auch wenn man das als Besucher vielleicht nicht alles so bemerkt hat. Was auf alle Fälle alle bemerkt haben, war, dass es keine große Abschlusskundgebung gab, so wie wir das auf unserer Webseite angekündigt hatten. Tribbel, vielleicht kannst du den Zuschauern erklären, woran das lag. Genau, also das Augenscheinlichste war wahrscheinlich für die meisten, die dabei waren, dass auf einmal die Paradewagen abgedreht sind und irgendwie durch so eine Polizeiabsperrung durch und auf einmal waren die weg und irgendwie die Demo sollte geradeaus weiter. Das war wahrscheinlich noch das Augenscheinlichste, was ein Teilnehmer davon mitbekommen hat. Aber da gab es so den lustigen Auflagenbescheid, dass irgendwie die Paradewagen am Abschlussgelände auf einmal nicht mehr dazugehören sollten. Also unsere schönen Verstärker unserer Meinung, die ganzen Paradewagen, wurden sozusagen einfach vom einen Moment zum anderen nicht mehr politisch und wurden rausgezogen. Die sollten dann auch noch im fließenden Verkehr abbauen, also irgendwie eine lebensgefährliche Angelegenheit. Das hat man dann halt vielleicht auf der Hanfparade und an der Bühne selber nicht mehr so gesehen. Aber was da sozusagen hinter dem Vorhang los war, war schon irgendwie einiges an Stress. Ja, gutes Stichwort Bühne. Carlos, du hast ja das Elend mehr oder weniger von der Bühne beobachtet. Du warst ja der Stage Manager auf der Hanfparade. Ja. Eigentlich sollte da ja viel mehr stehen. Wie ist es denn gekommen, dass es da kein Forum für Hanfmedizin gab und kein Kinderland und kein Nutzhanfareal und so weiter? Ja gut, wir haben ja die Auflage gekriegt, dass das alles nicht so politisch sein sollte. Die haben uns jetzt kommerziellen Charakter unterstellt. Das ist natürlich sehr schade gewesen, weil nämlich für das Forum für Hanfmedizin hatten wir ja Leute eingeladen gehabt, zum Beispiel aus Cannabis als Medizin Österreich. Da waren Ärzte dabei, da waren Patienten, die da so Vorträge halten wollten. Das ist alles leider nicht der Fall gewesen. Nutzhanfareal, wir wollten zeigen, was man mit dieser Pflanze alles machen kann. Alles angeblich sehr kommerziell. Kommerziell heißt auf Gewinnaussichten orientiert. Orientiert, ja. Nicht politisch. Also. Ganz genau. Und ich meine, wir arbeiten ja alle hier ehrenamtlich. Also hier verdient ja keiner was. Von daher, ich meine, wir haben ja auch irgendwie unsere ganze Zahlen von diesem Jahr, hatten wir ja alles vorgelegt. Wir haben das alles auf der Internetseite veröffentlicht. Da konnte jeder wissen, dass alles, was wir an Geld von Sponsoren und so weiter gekriegt haben, dass das alles wieder ausgegeben wurde. Alleine die Bühne, die jetzt mein Bereich war, das hat uns ungefähr die Hälfte von dem ganzen Geld, was wir zur Verfügung hatten, gekostet. Ne? Und das ging schon irgendwie ziemlich früh morgens los mit der Schikane. Also, ja, es war eine sehr komische Stimmung, als ich da ankam. Da warst du ja auch dabei und wir wurden sehr komisch empfangen. Was mich da betrifft in der Bühne, ich musste da um alles kämpfen, mehr oder weniger. Das Krasseste war, wo die Techniker dieses Zelt mit dem Mischpult 25 Meter vor der Bühne aufbauen wollten. Da hieß es auf einmal, ich muss das mit der Polizeidirektion ausdiskutieren, weil das war ja irgendwie... Ja, das ist nicht abgesprochen worden oder so. Ich meine, wir waren zwei Wochen vor der Parade, hatten wir ein Veranstaltergespräch mit der Polizei, wo wir wirklich alles an einem Projektor mit einem Beamer besprochen hatten. Die wussten ganz genau, wo was stehen wird. Und da war auch dieses Zelt. Also ich meine, das ging... Das waren die Paradewagen. Ja, ja, alles. Ich meine, dieses alles. Zelt war ja eine lächerliche Angelegenheit, weil ich meine, eine Riesenbühne ohne Mischpult, also hallo. Und ich meine, es ging ja um ein Zelt, was 3x3 Meter groß ist. Ne? Da hieß es auf einmal, ja, wie groß ist das Ding? Ja, 3x3, ja, machen Sie. Also es war wirklich, also, ja,
Das nächste war diese zwei Fahrradaktionen, die vor der Bühne, also es hieß ja auf einmal, kam ja die Entscheidung irgendwie, also die haben ja, das Verwaltungsgericht Berlin hat gegen uns entschieden und es sollte die Straße um 1, um 13 Uhr abgesperrt werden. Das ist nicht passiert. Anstattdessen sind da irgendwie einmal eine Anti-Atom-Fahrrad-Demo. Ich rede jetzt von ungefähr 12 Uhr mittags bis kurz nach 13 Uhr. Da ist einmal die Scheidemannstraße, wo unsere Abschlusskundgebung stattfinden sollte, da ist eine Fahrraddemo hin und dann nochmal zurückgefahren. Also die Polizei hat alles abgesperrt. Das war, also wir standen alle auf der Bühne, die Techniker und alle Bühnenbauer, die konnten nicht mehr irgendwie arbeiten, weil solange die Straße nicht abgesperrt wurde, konnten sie nicht weitermachen. Also, und wir saßen alle stundenlang da, auf einmal sehen wir diese Fahrraddemo, von der wir überhaupt nichts wussten. Aber wir waren alle wirklich sprachlos, ne? Und dann auf einmal die andere Straße, auf einmal kommt da auch so eine Fahrrad, weiß ich nicht, ich dachte, das wäre Tour de France hier, so alle mit so einem gleichen Trikot. Das war wirklich eine Aktion der Gewerkschaft der Polizei. Die hatten eine Sternfahrt, die da am Brandenburger Tor enden sollte mit einer Abschlusskundgebung um 12.30 Uhr, da wo wir eigentlich unsere Abschlusskundgebung haben wollten. Ja, das ist... Seltsamerweise hat die Abendschau am Abend irgendwie, ja die Abendschau ist ja immer am Abend, hat ja über diese Aktion der Gewerkschaft der Polizei berichtet und im Anschluss irgendwie über die Hanfparade. Ne? Also es war wirklich sehr witzig anzuschauen. Jetzt unabhängig von diesen Behördenkonflikten sind ja auch nicht so viele Leute gekommen, wie wir das im Vorfeld erwartet hatten. Waren jetzt 2700 Teilnehmer ungefähr auf der Parade. Aber der Aufwand, der betrieben ist, hat doch eigentlich eher darauf hoffen lassen, dass da noch viel mehr Leute kommen. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegt, dass da die Demo nicht so angenommen wurde, wie wir das gehofft haben? Gibt es da schon Pläne für die Zukunft? Trippel, wollt ihr jetzt aus den letzten Sitzungen irgendwas berichten? Tja, es gab halt irgendwie den megamäßigen Aufwand. Also, keine Ahnung, 300.000 Flyer in alle Lande verschickt und dann waren nur knapp 3000 Leute da, das kann sich jeder selbst ausrechnen, wie viele Flyer das pro Person sind. Also das ist irgendwie ein mega Aufwand für echt wenig Leute, die vorbeikommen, die irgendwie da für ihre Rechte einstehen wollen, zu leben, zu konsumieren, was sie wollen, wie sie wollen oder halt die Pflanze Hanf zu nutzen, wie sie wollen, ob das jetzt als Kleidung oder als Genussmittel ist oder halt als Medizin. Also das sind irgendwie deutlich zu wenig Leute, die da einfach vorbeikommen. Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Ich weiß es auch nicht, ob es jetzt am Datum liegt. Ich meine, an dem gleichen Wochenende war ziemlich viel los. Also Open Air hatten Reggae Jam in Bersenbrück, hatten Woodstock in Polen. Also es war auf jeden Fall viel los. Ich weiß es auch nicht. Also das ist die Frage, ob es dann irgendwie die Leute lieber zu den Festivals hinzieht, als mal irgendwie eine Runde demonstrieren gehen an dem Wochenende. Ob es vielleicht auch an die Frage, aber ja, ob es vielleicht an die Angst liegt, die hierzulande herrscht, wenn es um Cannabis geht, das kann ich auch nicht sagen. Oder auch sagen. Die Vorberichterstattung, um irgendwie auch darauf aufmerksam zu werden, dass die Hanfparade ist, muss man ja erstmal mitkriegen, dass die Hanfparade ist, wenn man sie noch nicht kennt. Und da im Vornherein war es vielleicht auch ein bisschen zu wenig in den großen Medien, so was erreicht hier die Leute irgendwie, das sind ja irgendwie zwei, drei große Nachrichtengruppen, die berichten hier, Springerpresse, kann man eher davon ausgehen, dass sie negativ über die Hanfparade berichten, also da kann man sich jetzt nicht so viel Vorberichterstattung erwarten. Die Taz hat ganz gut geschrieben im Vornherein schon, da kennen wir auch ein paar Leute, die da wohlgesonnen sind, aber wie viele Leute erreicht die Taz so hier in Berlin, das sind ja jetzt auch nicht die Millionen sozusagen. Wir haben dieses Jahr mal wieder eine Pressekonferenz veranstaltet und haben viele E-Mails und Faxe geschickt, irgendwie zu den Redaktionen in Berlin hauptsächlich und so. Naja, hier liegt ja auch, hier sind ja die meisten Hauptsitze von den großen Tageszeitungen, sag ich mal so. Sehr, sehr, also eine sehr arme Resonanz, sag ich mal. Ne? Ja. Vielleicht ist denen das Cannabis-Thema immer noch zu heiß. Also ich weiß nicht, was hier passieren soll. So, es gab ja jetzt schon ein gewisses Umdenken. Das könnte man so in die Presseartikel, die jetzt nach der Hanfparade erschienen sind, so rein interpretieren, dass halt das Thema Cannabis als Medizin schon irgendwie jetzt ein bisschen seriöslicher irgendwie dasteht.
Aber ob sich da jetzt mal auch noch ein bisschen was in unsere Richtung bewegt und so, das ist ja immer noch fraglich. Hm. Wo wir gerade beim Orakeln sind, einen kurzen Ausblick in die Zukunft wagen. Wie sieht's aus gegen die ganzen Aktionen der Polizei? Ich habe schon eine Pressemitteilung gelesen, dass ihr da gerichtlich gegen vorgehen werdet. Mhm. Können die Zuschauer euch da akut irgendwie unterstützen oder muss das jetzt nur vor sich hingehen? Na, wir haben jetzt schon die erste Prognosen vom Anwalt, der findet es jetzt irgendwie nicht so einen leichten Fall, aber durchaus machbar, dass wir unser Recht bekommen, dass halt ganz klar ist, dass der Markt der Möglichkeiten und alle Elemente davon und nicht nur die Bühne politisch sind. Also das war sowieso sozusagen eine krasse Rechtsbeugung, die da die Verwaltungsbehörden begangen haben. Also das lässt sich gar nicht ausdrücken, wie krass das ist. Also wo kommen wir da hin, wenn irgendwie da ungültige Urteile genommen werden, um irgendwas zu argumentieren, um... Ja, dagegen werden wir jetzt vorgehen. So, da müssen wir klagen, die Vorbereitungen laufen. Ja, von wegen Meinungsfreiheit. Also wir haben jetzt mit zwei Anwälten gesprochen und ja, wir werden auf jeden Fall gegen diese Entscheidung von Verwaltungsgericht Berlin klagen. Ja. Und einen groben Zeitplan, wann das so ungefähr passiert? Wann können die Leute da Neuigkeiten erwarten? Also der Anwalt hat irgendwie gesagt, das wird in Oktober passieren. Okay. Wir sind jetzt in der Phase dabei, wo wir jetzt alles sammeln müssen, Unterlagen und die ganze Geschichte der Hanfparade, weil ich meine, sowas wie das, was wir dieses Jahr aufziehen wollten, hatten, gab es ja schon. Gab es das schon irgendwie vor Jahren, also. Genau, und auf einmal soll das nicht mehr politisch sein und das kann nicht angehen. Und der Anwalt hat dazu auch schon eine Hausnummer gesagt, was es ungefähr kosten wird in der ersten Instanz und da gehen wir so von 1500 Euro aus, was das alles kosten wird im Gerichtsverfahren. Gerichtskosten und Anwalt und genau. Unterlagen und Schnickschnack. Genau, der muss ja da nach Tabelle abrechnen. Und genau, da könnt ihr uns auch auf jeden Fall bei helfen, weil 1500 Euro sind halt auch kein Pappenstiel für uns so. Und genau. Spenden an diese Kontoverbindung, ich blende die einfach mal ein. Ich habe die Zahlen jetzt sicherlich nicht im Kopf. Carlos wedelt mit einem T-Shirt, was hat es damit auf sich? Na, das sind die T-Shirts, die eine von unseren Sponsoren, Hempeschon aus Spanien, ja, auf den Markt der Möglichkeiten präsentieren wollten. Und da uns alles untersagt wurde, hatten die ja eben keinen Stand. Und die sind jetzt so freundlich und nett, dass sie uns die T-Shirts überlassen haben, damit wir sie selber verkaufen. Und ja, das kann man jetzt auf... Ja, ich habe da jetzt einen Hinweis gestern auf Facebook gepostet. Es soll auf jeden Fall ein Shop irgendwie folgen auf unserer Seite. Wir kriegen einen Anteil als Soli-Beitrag von dem Verkauf. Und, was kostet so ein Shop? Also wir verkaufen die für 12 Euro zuzüglich Versandkosten. Man kriegt ja auch ein Schlüsselbändchen von Hempeschon gratis dazu. Das ist ja eine ganz nette Sache. Und ich denke, um die Hanfparade zu unterstützen, lohnt es sich ja allemal. Okay, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, insbesondere interessiert mich, warum seid ihr nicht zur Hanfparade gekommen? Was muss sich nächstes Jahr ändern, damit ihr zur Hanfparade kommen könnt und vielleicht noch ein paar Freunde mitbringt? Ansonsten hoffe ich, dass man von euch demnächst was zur Hanfparade 2012 hört. Ich sehe, ihr seid noch mit der Nachbearbeitung beschäftigt, aber es sind ja nur noch 355 Tage, insofern die Bombe tickt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Ein Blatt vom Mund des Senders wegen.